Moment hat es bei mir Klick gemacht. Und der Beobachter in mir wurde angeschaltet. Ja, und heute sagen ja alle spirituellen Lehrer, sagen, just obey, just watch. Ja, nimm nur auf. Das reicht völlig aus, um die Dinge zu gestalten. Du brauchst nur beobachten und in dir ruhen, in deinem Zentrum. Und die Anlage ist mir dort gegeben worden in dem Moment. Und seitdem habe ich das gemacht, mehr nicht, beobachten. Mhm. Und dann habe ich eben immer geschaut, ne, was läuft das? Was läuft da so? Mein Vater hat mich von der Wiege an ihn beobachten lassen. Ne, weil ich war jetzt sozusagen von Kleinkind auf, lag ich meistens im Kinderwagen draußen, wenn ich geschlafen habe, oder ich saß bei meiner Mutter auf dem Arm oder bei meinen älteren Geschwistern. Ich habe halt zugeguckt, was sie gemacht haben. Und wir hatten da so auf 850 Quadratmetern in einem Häuschen, was sie selbst gebaut haben, was ist so ein Siedlerhäuschen. Ne? Meine Eltern sind ja Flüchtlinge, also die Kinder von Flüchtlingen gewesen. Und da habe ich den einfach, wie das so ist, wenn Kinder ihre Eltern beobachten, ne? Ihre Vorbilder. Das ist für mich selbstverständlich. Ja, das geht gar nicht ohne. Ich kann gar nicht ohne Gärtner leben. Und so ist dir das praktisch ins Blut übergegangen, einfach über das familiäre Tun? Denke ich mal. Also was anderes kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen. Also mein Interesse dafür. Mein Vater war sehr unzufrieden mit mir, weil ich weigerte mich jetzt, aber das war wieder eine ganz andere Geschichte, sozusagen seinen Anordnungen zu folgen und jetzt mal doch auch mal den Garten umzugraben. Und er hat es missverstanden, er dachte, ich hatte keine Lust an der Gärtnerei, aber ich hatte natürlich nur keine Lust auf dieses Müssen. Ne? Mhm. Und da war er etwas frustriert. Aber als ich dann mit 15 auf eine Hippie-Kommune aufs Dorf zog, das erste, was ich gemacht habe, war einen eigenen Garten anlegen. Ne? Und da ist er dann hingekommen und hat gesagt, ja, ich war dann, ich guck mal, ich habe einen Garten gemacht. Ne? Und boah, so, da hat er geguckt. Ne?